Servus bei Let's Play Resident Evil 4, den Remake. Jo, wir stehen kurz, würde ich mal sagen, vor einem Bosskampf mit Verdugo, soweit ich noch weiß, wie er geheißen hat. Flüssigstickstoffdusche. Antragsteller Isidro Uriarte Talavera. Akt der Einbauarbeiten, 2. November 2002. Der Einbau der letzten Monate beantragten Flüssigstickstoffduschen für Notfälle ist abgeschlossen. Warnung! Flüssigstickstoff X ist extrem gefährlich. Fahrlässiger Gebrauch kann zu Blindheit, Erfrierungen und sogar den Tod zur Folge haben. Vorsicht bei der Handhabung. Ja, jetzt bin ich mir zu 55%, eigentlich zu 100% sicher, hier sind wir. Und ganz ehrlich, ich will den Typen nicht machen. Ja? Ich. Wow. Oh, okay. Dieses Mal wohl nicht mehr Behälter, sondern Duschen. Das ist also gemeint unter Duschen. Ja, mir nutzt dieses ganze Schießpulver einen Scheiß, wenn ich nicht Rohstoffe bekomme. Noch ein Zettel. Chronik der Arbeit 3. Shit. Mei. 9 Jahre nach meinem Erwachen. Wie lange wirken die eigentlich schon? Sobald ich dieses Ventil öffne, wird schwarze Flüssigkeit in meine Vene strömen und sich in meinem ganzen Körper verteilen. Dies wird vermutlich die schmerzvollste Erfahrung in meinem Leben. Ich kann es kaum erwarten. Es ist eine Ehre, die heiligen Wehen der Wiedergeburt durchleben zu dürfen. Bei meinem nächsten Erwachen werde ich ein wahrer Diener meines Gebieters Ramon sein. Ich, Isidro Uriarte Talavera, schwöre hiermit feierlich, ich werde die Grenzen des Menschlichen übertreffen und ein wahrer Diener Gottes werden. Ich werde die Ketzer finden und ihr Henker sein. Ihr Verdugo. Das beruhigt mich jetzt nicht wirklich. Nein? Hier ist irgendwo wieder mal eine Laterne. Hi. Oh, hier. Nein. Das war sie nicht. Ah. Nehmen wir die da. These people are not right. Ja. Wenn es so leicht wäre. Mitteilung Stromversorgung. Vorsicht, außer Betrieb. Um Energie zu sparen, wurde die Stromversorgung eines Teils der Einrichtung, einschließlich des Aufzugs, unterbrochen. Die Stromversorgung kann bei Bedarf über den Schutzschalter im hintersten Bereich des Versuchsgeländes wiederhergestellt werden. Ah, kann, muss aber nicht. Messer? Denn in dem Moment, wo ich die Stromversorgung. Ich bin gar nicht da.
Er ist schon da. Oder? Scheiße. Scheiße, na doch. Ich kann rein, oder? Nein, kann ich nicht. Ja, dieses Wort wird noch ein paar Mal fallen. Ich will nicht, dass der Typ da herumkrapselt. Oh, ja, genau. Fängt ja schon extremst gut an. Lass mich mal. Bevor ich da irgendwas mache, sind wir jetzt erst einmal alle. Mhm. Okay. Es war weniger zum Einsammeln, als ich eigentlich gehofft hatte. Na dann. Schnucki! Ja, oh, das ist aber nicht wahr! Verdammt, ich stecke fest. Zuerst einmal benutzen. Ich kann nicht. So we're playing hide and seek, is that it? Ich häng fest. Ich. Also. Ist die jetzt außer Betrieb oder? Oh shit, die sind doch außer Betrieb. Ich muss ihn also nicht wieder besiegen. Das heißt jetzt vielleicht nicht sagen sollen. Ah, genau das. Ah, du geschissener F... Was? Hast du das jetzt sagen müssen? Da.
Na, was ist, Schnucki? Kann ich jetzt vielleicht eine? No. Ich erwischte das einfach nicht. Ich hab gedrückt! Nein! Ja, komm! Das war ja super fair, ha? Alter! So, wo? Ich suche nur so eine Dusche. Das ist nicht wahr, oder? Das ist nicht wahr. Shit. Ah ja. Tschüssi. Da genau, es trifft er mich auch noch. Warte mal einen Moment. Ist da noch irgendwo? Ist der erst wieder aktiv? Nein, natürlich nicht. Alter! Der hat mal genau im Weg. Jetzt habe ich aber wirklich ein kleines Problem. Hier habe ich noch eine. Das gibt's doch nicht! So, jetzt kriegt er mal einen aufs Maul. Ausrüsten. Wäre auf der 4 gelegen, okay. Schön. Darf ich vorbei? Dankeschön! Schaut nicht gut für mich aus! Alter! Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das nicht gut für mich gerade ist.
peace and quiet. My condolences to your man. Stirb, du Schweine! Oh. Alter! Oh. Oh. Der Scheißkerl ist hinüber! Oh. Ich hab keine Granaten mehr! Ich hab... Oh. Ich hab nichts mehr! Oh. Ich hab nur mehr eine Pulver, was geht! Der Scheißkerl ist hier! Oh. Ich hab nicht geglaubt, dass ich das im ersten Durchgang wirklich schaff. Und ich hab mir gedacht, ich hab viel, viel mehr Munition gesammelt. Also, für die Zukunft, wenn wir nicht bald ein bisschen bessere Sachen sammeln, habe ich ja in der Zukunft überhaupt keine Chance mehr oder Heilmittel. Alter. Der hat uns alles genommen, was wir gehabt haben. Wir sind fast lala. Jetzt mag ich aber dann nicht mehr. Ich habe wirklich, dieser Endkampf war wirklich schon... Oh. Freunde, geil. Oh, shit. Pitiful little lamb. Your suffering can end, just as it has for our newest daughter. Who has joined us in communion, and now she is of our flesh. Of our blood. My faithful disciple will show her the path. Go now. Deliver to these vagrant children their salvation. As you wish. Browser. Oh, hi. I'll make it cheap for you. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wie schaut's denn aus? Tap. Ja. Getötete Gegner 59. Ja, einmal gestorben. 40 Mal Schaden erlitten. Ist das gut? Nein, das glaube ich nicht. Wir werden hier mal einmal das speichern. Okay, dann schauen wir gleich einmal weiter. Feeling better? Yeah, seems like it worked. Bad news? All we've done is buy you some time. The suppressant's effects will wear off all too soon. You ready to go? Don't worry about me. Ashley is the priority. In that case, we know what we have to do. Then come, Sancho Panza! Let us rescue the Princess Dulcinea! You gotta hurt yourself. Hey, that was my lance. Okay, we hurry, I get it. Ich mag Louis. Why help me, though? What's in it for you? No need to be suspicious. I said I'd have... Okay.
Okay, und wieder ein Schießplatz, natürlich. Zur Oberfläche gelangen, na nichts einfacher als das. Na, no problemo, mano. Und das? Oh! Protokoll des Vorarbeiters, Datum 11. Oktober. Alter, war der schlimmste Tag meines Lebens. Meine Tochter wird 5. Und was mache ich? Ich sitze in einem versäften Boot auf dem Weg zum Arsch der Welt. Wenn die Bezahlung nicht so gut wäre, würde sich garantiert keiner freiwillig dazu bereit erklären, zum Arbeiten in die Pampa zu fahren. 19. Oktober. Die in der Burg ermahnen uns ständig, bei der Ausgrabung mit besonderer Vorsicht vorzugehen. Aber ein paar der Arbeiter sind zusammengebrochen, nachdem sie bloß etwas Staub eingeatmet haben. Irgendetwas verschweigen die uns hier. Es gibt so viele Ungereimtheiten. Ich habe auch angefangen zu husten. Ich sollte mal schlafen. 26. Oktober. Irgendetwas stimmt nicht mit mir. Allein heute habe ich 3-mal Blut gespuckt. Ich fühle mich schwach und ich kann mich kaum bewegen. Ich hätte nie herkommen sollen. Ich wollte bloß Geld verdienen. Aber wie es aussieht, zahle ich jetzt den Preis. Ich bin ein beschissener Vater. Es tut mir so leid, meine Kleine. Du hast etwas Besseres verdient. Naja. Er hat eigentlich nur Geld für seine Tochter wollen. Datum Oktober. Seit morgen. Kopf arbeitet nicht. Warum? Mehr Blut hustet. Krabbeln. Viele Insekten. Höre Stimme! Irgendein Datum? Ein herrlicher Tag zum Arbeiten. Das Graben bereitet mir solche Freude. Ich bin durch und durch glücklich. Alles gebe ich euch. Alles für euch, Lord Settler. Klingt nicht so gut. Aber wir wissen ja, dass die Plagas eigentlich aus dem Boden, also nichts Gezüchtetes. I have something I think you like. Ja, das glaube ich auch. Sale, ja, zuerst verkaufe ich dann mal. Oh, naja. Ruby's all rubbish, it makes no difference. The price, well, that's our choice to make. Ich muss ehrlich sagen, finde ich ein bisschen schwach. Ja, Rohstofffass. Hoppala. Eins. Nein. Erste-Hilfe-Spray. Ja, Erste-Hilfe-Spray. Bitte, bitte, bitte. Okay. Reparieren. Ganz sicher reparieren. Und jetzt werden wir mal die. It doesn't get any better than that. It's a veritable work of art, mate. If you want a fighting chance out there, you best tune up your kit. Erhöht die Feuerrate aufs Doppelte, erhöht die Angriffskraft auf das 1,5-fache. Gut, wir werden einmal die Magazingröße machen, die Nachladegeschwindigkeit und das, das muss genügen. Tauschen kann ich leider immer noch nichts, was ich wirklich brauchen könnte. Also wenn das alles war, naja, dann ist es ein bisschen enttäuschend. Dann... Oh, wir haben da ein bisschen Munition bekommen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Was ich aber lieber machen würde, wäre jetzt wirklich noch einmal Flintenmunition herstellen. Okay. Gut. Louis begleitet uns anscheinend jetzt. Wird auf jeden Fall ein interessanter Abschnitt. Wer weiß wie lange. Wir speichern hier noch einmal. Und dann ist für diese Folge auch schon wieder Schluss.
Wir haben wieder einiges geschafft. Ich bin jetzt gespannt, wie weit die Burg noch geht. Ein bisschen, glaube ich, da war ja was mit diesen Minenschächten noch. Oh, da kommt noch so viel auf uns zu. Ja, leichter wird es auf jeden Fall nicht mehr. Na dann, ich bin gespannt. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss mit dir. Ciao mit dir. Servus mit Full V. You're here looking for someone? Maybe some missing señorita? Ashley, where are you? Your soul requires cleansing. Ashley Graham, are you in here? Just let me go. Listen. I'm hearing the president's orders and... What is that? What do we do? The last lambs are escaping. We need to go! I'm gonna get you home safe. You can stop right there. Ada? Who are you? What are you doing here? My faithful disciple will show her the path. Ashley, run! The world shall overflow with his grace. What's happening to me? Now, abandon your body. Leave the girl. She's lost no matter what. And now that he has chosen death. Oh, you gotta be kidding me.